Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Assassin's Creed 4, wollte ich gerade sagen. Assassin's Creed Brotherhood mit Paxis. Wir müssen jetzt ziemlich weit zur nächsten Mission. Deswegen hoffe ich mal, dass hier viel Platz ist für unser Pferd. Und dass wir da relativ einfach hinkommen. Aber da wir ja wieder durch ganz Rom müssen, glaube ich fast nicht, dass das funktionieren wird. Zumindest nicht so, wie ich mir das vorstelle. Okay. Sie hat jetzt ganz gut aus. Kommen wir ganz gut voran. Wieder viele, viele Fußgänger, auf die ich vielleicht, also auf die ich eigentlich Rücksicht nehmen möchte, aber dann dauert es ja nur noch länger, deswegen versuche ich das mal ein bisschen zu ignorieren und da aus meiner Haut rauszukommen. Suche jetzt erstmal so lange geradeaus zu laufen, bis wir... Ah, verdammt. Finger drüber! Eben nicht. So, den Rest laufe ich jetzt. Scheint mir auch jetzt schlauer zu sein, weil jetzt wird es deutlich enger, wie man sieht. Wir können mal versuchen, noch unterwegs so einen Zettel abzureißen. So einen Steckbrief. Weil ich dann wieder komplett auf Null bin, was mein Gesuchsstatus angeht. Oben links dieser rote Balken an dem Assassin-Zeichen ist dafür zuständig. Oh, wir kommen nicht lang. Und wir gehen direkt über die Häuser zu unserem neuen Ziel. Nee. Gleich sind wir da, gleich sind wir da. Nicht mehr so ungeduldig. Okay, uns hat irgendjemand beobachtet, wie wir Häuserwände hochgeklettert sind. Deswegen ist unser Gesuchsstatus jetzt wieder auf dem gleichen Level, wie er gerade eben schon mal war. Das war jetzt nicht unbedingt mein Ziel, aber egal. Wir sind da, wir müssen nur noch nach unten. Da drüben steht auch ein Boss relativ einfach zu töten. Ich denke, wenn ich hier hochkletter. Ach nee, Quatsch. Der ist irgendwo da drin, aber ich habe jetzt trotzdem irgendwie Lust, den aufs Maul zu hauen oder halt umzubringen. Deswegen, wie wäre es, wenn wir einfach hier hochklettern? Okay. Jetzt vielleicht? Ja, genau. So, und jetzt aufpassen. Aber wenn er hier unten irgendwo steht, können wir vielleicht auf ihn draufspringen. Er läuft da wieder irgendwo rum. Es war ja so klar. Die lassen sich einfach nicht gerne leicht umbringen. Vielleicht, wenn wir uns hier abseilen. Haben wir auch direkt noch so eine Fahne. Wenn wir uns hier abseilen, könnte es sexy werden. Oh, fuck. Das ist doch nicht etwa. Wo ist der jetzt hin? Okay. Wie machen wir das jetzt am besten, ohne dass sie mich direkt wieder... Moment. Woher? Der war doch eben noch. So, jetzt sieht mich nämlich lustigerweise keiner von denen. Ich würde halt ganz gerne erstmal warten, bis mein... Wo ist der jetzt hin? Bis der Status wieder weg ist von den Typen. Ah, jetzt kommt... Na, jetzt kommt er nicht raus. Schade. Ah, toll, da muss ich ja irgendwie rein in die Typen und den Blatt machen. Anders geht's ja nicht. Der bleibt ja nur da hinten. Okay, so, jetzt habe ich wieder ein paar Sekunden Zeit. Hey, ihr, umgehen stehen bleiben. Haltet ihn auf. Haltet ihn. Geschafft. Jetzt hoffe ich mal, dass die meisten von denen wegrennen. Jo, die meisten haben Angst, das ist schön. Dann, ihr kennt das Spiel. Gehen wir jetzt doch erstmal auf den Turm rauf, brennen den an und genießen die Aussicht, sag ich mal. Wo ist denn der Turm? Ah, da. Na, wenn das kein lustiger Affe ist. Hat er mich gerade lustiger Affe genannt? Ach nein! Ach,
wie ich es immer hasse, wenn ich irgendwo hochkletter und da geht's dann nicht weiter. Gut. Dann gehen wir halt hier hoch. Da geht's auf jeden Fall weiter. Sehr schön. Ach, irgendwie mag ich das Hochklettern. Egal woran. Falsche Richtung. Aber wenn es einen Sinn hat, wie hier, bei so einem Turm, den wir erstens als Aussichtsplattform nutzen und zweitens um... Ne? Und zweitens um... Was? Oh, verdammt. Und zweitens, um ihn anzuzünden, dann macht natürlich die Kletterpartie noch mehr Spaß. Also, hier bringt uns schon mal nichts. Wie kommen wir denn hier hoch? Ich glaube, wir müssen auf die andere Seite... So, wie kommen wir denn jetzt darüber? Wir müssen irgendwie auf diese Plattform da, auf jeden Fall. Ist nur die Frage, wie wir auf diese Plattform kommen. Hm. Gehen wir mal hier rüber. Schaffen wir es, hier rüber zu springen? Nee, oder? Das schaffen wir doch niemals. Ich meine, gibt's dann... Vielleicht von hier oben? Tja, das ist die einzige mir ersichtliche Möglichkeit. Es klappt auch sehr schön. Ach, jetzt müssen wir trotzdem wieder den halben Turm rum, damit wir weiter nach oben kommen. Okay. Wenn es denn unbedingt sein muss, dann müssen wir nach rechts. Oder doch nicht? Dann geht's ja gar nicht weiter. Ach, Freunde. Okay. Man kann es auch übertreiben. So. Dann mit Brandstifter Ezio. Aber ganz wichtig, zuerst den Aussichtspunkt nehmen und... Hä? Wo ist er denn? Ah, hier. Zuerst den Aussichtspunkt nehmen und dann anzünden. Sonst ist man nämlich nicht mehr auf dem Turm drauf und muss nochmal hochklettern. Das wäre ziemlich blöd. Cool, cool. Und jetzt... Bye, bye. Tja, das war's dann wohl. Für die Borgia, zumindest in dieser Region. Sehr schön, so können wir immer... Ach ja, und Geld gibt's dafür auch noch. So können wir mal das Praktische mit dem Nützlichen verbinden. Hier muss noch irgendwo ein Steckbrief sein, den können wir direkt mal abreißen. Und jetzt gehen wir wieder zur Mission. Die hatten wir ja, also wir standen ja quasi schon daneben, neben dem nächsten Actionfeld. Da hätten wir nur reinlaufen müssen. Ah, die ganzen Wachen sind weg. Hätten wir nur reinlaufen müssen, hätten es geschafft. Ponte Sant'Angelo. Die Engelsbrücke wurde über dem Tiber erbaut, um das Stadtzentrum mit dem damals frisch errichteten Mausoleum von Hadrian zu verbinden, das später zur Engelsbrücke ausgebaut wurde. 1450 brach die Balustrade unter einem endlosen Pilgerstrom zur Petersbasilika ein und löste eine Massenpanik aus. Später im 16. Jahrhundert wurden hier die Leichen hingerichteter öffentlicher Schau gestellt. Liegt das nur an mir oder ist diese Brücke einfach nicht besonders fröhlich? Liegt an dir. Schon sind wir da. Salve, Cittadini di Roma! Genießt diesen prächtigen Anblick! Katharina Sforza, die Hure von Forli! Endlich kriecht sie zu Kreuze! Ha! Niemand kniet tiefer als Lucrezia Borgia! Wer stiftete euch an? War es euer Bruder oder euer Vater? Vielleicht waren es beide! Vielleicht sogar gleichzeitig? Chiudi la bocca! Niemand beleidigt die Borgia! Und das gilt jedem, der uns die Stirn bietet. Gutes Volk von Rom, bleibt stark! Ihr werdet frei sein, eure Zeit wird kommen, ich schwöre es! Sie werden sie foltern. Euer Ziel sind Cesare und Rodrigo. Katharina ist eine mächtige Verbündete. Wenn wir ihr in der Not beistehen, wird sie auch uns helfen. Vielleicht. Aber tötet zuerst Cesare und Rodrigo. Burgsteiger, in die Engelsburg eindringen und Rodrigo und Cesare eliminieren. Volle Synchronisation nicht entdecken lassen. Das kann ich gut. Die Engelsburg infiltrieren. Was?
Darf nicht jetzt rübergehen? Wie gemein. Das heißt, ich muss irgendwie durchs Wasser gehen, okay. Dann gehen wir mal nebenher. Oh, das ist noch nicht mal mehr Sperrgebiet. Sehr schön. Castel Sant'Angelo. Rodrigo Borgia, auch bekannt als Papst Alexander VI., hatte seine Privatgemächer in der Engelsburg. Das Castel Sant'Angelo wurde zwischen 135 und 139 als Gruft des römischen Kaisers Hadrian erbaut und sollte ein wenig größer sein als das Mausoleum des Augustus. Denn, wie diese Datenbank immer wieder gezeigt hat, Größe spielt sehr wohl eine Rolle. Das Gebäude wurde im Jahr 401 in eine militärische Festung umgewandelt und gleich darauf, im Jahre 410, von westgotischen Plünderern gebrandschatzt. Die Asche Hadrians verstreuten sie einfach. Was übrig blieb, wurde vom Vatikan recycelt, das heißt gestohlen. Im 14. Jahrhundert wurde die Gruft in ein Schloss für die Päpste umgewandelt und über eine versteckte Passage, die Passetto di Borgo, mit dem Petersdom verbunden. Die genüsslich-sadistische Seite der päpstlichen Herrschaft, der Renaissance widerspiegelnd, fanden sich in dem Schloss sowohl opulente Gemächer als auch ein Gefängnis. Giordano Bruno, der berühmte Wissenschaftler und Hermetiker, wurde hier 6 Jahre lang gefangen gehalten. Hinrichtungen wurden zur Belustigung des Papstes in dem kleinen Innenhof durchgeführt. Ach, ja, wer hat nicht mal gerne eine kleine Hinrichtung in seinem Hof? Ach, toll. Ich dachte, ich komme hier hoch. Okay, aber ich komme hier hoch. Jetzt werde ich wahrscheinlich ein paar Leute geräuschlos umbringen müssen, damit ich hier nicht entdeckt werde. Ach so, ich kann ja auch einfach hier in die Menge mit reingehen, oder? Aber ich sehe gerade, ich bin komplett falsch. Ich muss nach rechts. Oh, hätte ich auch die andere Seite nutzen können. Aber ich bin noch weit genug weg von den Typen da. Ach, fuck. Das war's. Volle Synchronisation fehlgeschlagen. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Hätte nicht sein müssen. Dahin muss ich. Ach, verdammt. Hätte ich das nur gewusst, hätte ich das ganz anders gemacht und wäre auch nicht entdeckt worden. Denke ich. Peinlich. Aber egal. Checkpoint erreicht. Hier sind ja gar nicht viele. Ich meine, es ist ja auch egal. Ich habe es ja eh schon versaut. Das heißt, ich brauche es auch nicht mehr sonderlich. Ich kenne den Mann. Vorsichtig sein. Es ist natürlich viel, viel leichter, weil wir jetzt nicht mehr darauf achten müssen, unentdeckt zu bleiben. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da. Mit Musik und Trara. Okay. Wo jetzt hin? Ah, hier hin. Okay. So. Ich gehe mal davon aus, dass ich hier lang soll, wenn die mich hier runterschicken. Aber darunter komme ich doch gar nicht mehr. Okay, versuchen wir es mal so. Schießen mit Pfeilen auf mich, aber treffen mich glücklicherweise nicht. So. Und schon sind wir relativ unentdeckt auf der anderen Seite. Den Typ müssen wir mal kurz achten. Vielleicht kommt er her, dann können wir ihn umbringen. Und dann müssen wir ihn umbringen. Mach's gut. Okay, sollte man vielleicht sehen und merken, dass da jemand tot ist?
Auch er ist weg. Ach so, wir müssen einfach nur darüber. Naja, da hätten wir ihn vielleicht auch am Leben lassen können. Aber passt schon. Wäre cool, wenn man so einen Counter hätte, wie viele Leute man umbringt. Okay, da sieht man nach einer sehr aufwendigen Kletterarbeit hier an dem Mauerbereich aus. Zum Glück hängen da wieder so viele Vorsprünge raus. Wer das gebaut hat, frage ich mich. Sehr unorthodoxe Bauweise. So, jetzt müssen wir hier irgendwie drauf. Okay. Sehr schön. Wahrscheinlich muss ich jetzt mich hier nach unten hängen lassen, oder? Nee, nicht wieder raufklettern. Nee. Falsch. Na? Hallo. Jetzt geht das wieder los, ey. Fuck, ich muss hier runter. Nicht hier hoch. Was passiert, wenn ich mich jetzt fallen lasse? Hält er sich dann automatisch an der Wand fest? Ja, warum denn immer auf die Seite? Ich bin nochmal auf die... Oh, fuck. Ja, okay, okay. Es hat geklappt. Sehr schön. So, und ich glaube nämlich, da komme ich weiter nach oben. Schauen wir mal. Ah, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Sehr schön. Ah, perfekt. Cesare. Lucrezia. Ich hoffe, du hast unseren Gast gut behandelt. Dieses Schandmaul. Wie gern würde ich es ihr zunähen? Ich persönlich bevorzuge es offen. Oh. Hast du mit dem Papst wegen der Gelder für meinen Bankier gesprochen? Er ist nicht in der Burg. Und er muss noch überzeugt werden, wenn er zurückkehrt. Das sollte kein Problem sein. Richtig? Nein. Nur, es wird recht einsam hier. Wir beide verbringen so wenig Zeit miteinander. Du bist so beschäftigt mit deinen anderen Eroberungen. Bald. Wenn ich Italiens Thron bestiegen habe, wirst du meine Königin sein. Und deine Einsamkeit gehört der Vergangenheit an. Ich kann nicht warten. Benimm dich, solange ich fort bin. Lucrezia Borgia, Geburtsjahr 1480, adelige Tochter des Papstes. Lucrezia wurde von Kindesbeinen an zu einem wahrhaftigen Spielball für die Machenschaften ihres Vaters herangezogen. Sie wurde dreimal im Interesse des Papstes verheiratet. Mit nur 13 Jahren wurde sie mit Giovanni Sforza das erste Mal verheiratet, um die päpstlichen Beziehungen zu Mailand zu fördern. Doch als sich der Papst gegen Mailand stellte, konnte er mit dieser Ehe nichts mehr anfangen. Cesare drohte Giovanni umzubringen und so floh dieser. Um die Ehe auflösen zu können, erklärte der Papst Giovanni letztendlich für impotent. Sehr schön. Da diese Verbindung nun nicht mehr existent war, konnte der Papst eine weitere Ehe arrangieren, dieses Mal mit Alfonso von Aragon. Sie solle die Bindungen zu Neapel festigen. Cesare hasste es, dass ihm der 19-jährige Alfonso Lucrezias Aufmerksamkeit stahl, und so erstach er ihn im Jahre 1500. Doch trotz mehrerer ernsthafter Wunden starb Alfonso nicht. Wie durch ein Wunder erholte er sich im Verlauf der nächsten Wochen. Als er das Unmögliche schaffte und sein Krankenlager verließ, wies Cesare Micheletto an, ihn zu erwürgen. Lucrezia wurde aus dem Zimmer geworfen und während sie zum Papst rannte und um Hilfe bitten wollte, wurde Alfonso ermordet. Hinweis, das war nicht das erste Mal, dass Cesare einen Mann aus Lucrezias Umfeld getötet hat. Im Jahre 1498 ertränkte er Pietro Caldea, den päpstlichen Kämmerer, weil er ihr zu nahe gekommen war. Alfonso de Este, Lucrezias dritter Ehemann, heiratete sie verständlicherweise nur sehr widerwillig. Doch die Strategie des Papstes für Italien erforderte es, dass er die Beziehungen mit Ferrara befestigte. Also zahlte er Alfonsos Vater Ercole d'Este, dem Herzog von Ferrara, 300.000 Dukaten und gestand ihm noch andere Privilegien zu, um die Partie zu sichern. Die zwei waren verheiratet, doch amüsierten sie sich auch außerehelich. Lucrezia schlief mit dem Dichter Bembo und Francesco II. Oder Il oder LL, keine Ahnung, Gonzaga. Ihre Beziehung endete, als Francesco die Syphilis bekam.
Lucrezia starb bei der schwierigen Geburt ihres achten Kindes im Jahre 1519. Was ist denn mit den anderen sieben Kindern, fragst du dich jetzt. Das erfährst du in der nächsten Folge von Die schlimmsten Horrorromanzen der Welt. Okay. Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, war dieser Cesare gerade eben ihr Bruder und die haben gerade schön rumgemacht und angedeutet, dass sie inzestiöse Beziehungen pflegen. Naja, was auch immer man davon halten soll. Das befriedigt meine Triebe, Geschwister, Liebe, Geschwister, Liebe. Oder so ähnlich. Ach nee, falsch, was stand da? Drücken Sie Umschalt, um sich fallen zu lassen und dann nochmal Umschalt, um... Öffnet das Tor! Oh, das war aber verdammt knapp. Der Hauptmann reist nach Urbino! Buona fortuna, Padron Cesare! Machiavelli wird sicher schwer enttäuscht sein. Oh ja. Okay. Wie komme ich da jetzt hoch? Hätte ich überhaupt hier runterspringen sollen? Moment, vielleicht kann ich hier, genau. Sehr schön. So, was ist denn das für eine coole Musik, die wir gerade hören? Also nicht das jetzt, sondern das vorher, wo geredet wurde. Okay, nächstes Fenster. Öffnet die Zelle. Wie verlief eure Reise? Wart ihr in Cesares Privatkutsche? Ihr seid erbärmlich, Lucrezia. Worüber hat er geredet? Seine Pläne für Napoli? Gefielen sie euch? Kann mich nicht erinnern. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Das wird euch eine Lehre sein. Das sah irgendwie nicht so krass aus. Gib mir den Schlüssel. Ja, wenn die Frau bei ihrem achten Kind stirbt, dann werde ich sie logischerweise nicht töten können. Katharina Sforza aus ihrer Gefängniszelle befreien. Na gut, ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen Cut. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Paxis. Daumen nach oben, damit man euch loben. Tschö, tschö.